Olá, seja muito bem-vindo à Casa Criança Feliz. Márcio und Franzelli, unsere Leiter in der Kindertagesstätte, begrüßen Sie herzlich und stellen Ihnen vor, was im letzten Jahr in unserer Kita gearbeitet wurde. Die Kinder kamen jeden Morgen voller Freude und Tatendrang in die Kindertagesstätte. Wir betreuten täglich 160 Kinder, verteilt auf 3 Altersgruppen. Mit der Pandemie mussten wir uns neu erfinden, weil eine Präsenzbetreuung verboten wurde. Marcio erklärt, wie er die Idee bekam, unseren Kindern, den Familien und darüber hinaus auch anderen Personen aus unserer Favela zu dienen mit unserem solidarischen Mittagessen. Das Team war sofort begeistert und packte mit an, das Mittagessen wird gekocht, Obst und Gemüse aussortiert und die noch guten Sachen verpackt zur Weitergabe. Und dann kommt der große Augenblick, die Leute holen ihr Essen ab. Insgesamt haben wir bislang 15.000 Essen und rund 23 Tonnen Obst und Gemüse unter die Leute gebracht. Hier rechts sehen Sie das verpackte Obst. Jede Familie bekommt so eine Tüte. Freitags bringen die Kinder ihre Hausaufgabenzettel zurück und holen sich ihr Essen ab. Und man sieht das Lächeln selbst hinter der Maske. Unter der Woche erteilen wir eine Art Fernunterricht, wo die Kinder Aufgabenblätter bekommen und sie bearbeiten. Es macht viel Spaß. Und sie zeigen auch stolz, was sie gemacht haben. Unsere solidarische Küche dient dazu, die Kasse aufzubessern und, wenn wieder Präsenzbetreuung möglich ist, werden dort Kinder und auch Mütter Kochkurse belegen können. Es werden leckere Fingerfood-Teilchen hergestellt und Kuchen. Und wenn sie ausgebacken sind, schmecken sie köstlich. O pastor tinha 100 ovelhas. É muitas ovelhas. Auf unserem YouTube-Kanal laden wir jede Woche 2 Videos mit biblischen Geschichten hoch. Die Kinder lieben es, die Filme anzuschauen. Wir benutzen die unterschiedlichsten Anschauungsmaterialien. So wird es nie langweilig. So beginnen unsere Sportworkshops, die wir online stellen. Die Trainer bereiten ein Video vor mit Trainingseinheiten. Die Kinder sehen sie sich an und führen sie zu Hause durch. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dies hier ist unser Skateboard-Workshop. Machen Sie diese Übung doch mal selber. Viel Spaß dabei, aber Vorsicht, fallen Sie nicht hin. Judo. Wie übt man eigentlich einen Sotigari ohne Gegenüber?
Das war die Kindertagesstätte Dorados. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mithilfe.